Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. In diesem Video heute soll es wieder mal um ein QSP-Messer gehen. Da hatte ich euch ja vor einiger Zeit schon mal ein paar Sachen zu gezeigt. Auch ein, ja, ich sag mal so eine Art Lobhudelei-Video über die Firma QSP an sich. Ein paar Empfehlungen zu gängigen QSP-Modellen. Ja, und heute soll es um ein weiteres Modell dieser Marke gehen. Ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da. Das hilft mir, das hilft meinem Kanal, das ja, gibt mir Motivation, hier euch neue Inhalte zu liefern, mit diesem ganzen Thema YouTube weiterzumachen. Denn es, ja, es, da steckt viel Arbeit hinter, das kostet viel Zeit, diese Videos zu machen, im Nachhinein zu bearbeiten und ja, da freut man sich dann natürlich, wenn das Ganze dann entsprechend auch ein bisschen honoriert wird. Ja, kommen wir mal zum Messer. Heute geht es um das QSP Canary als Folder. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit mal ein Video hochgeladen zum Canary Fixed. Hier in der Version mit diesem wunderbaren Copperfoil Carbon Fiber und der Damastklinge. Ein wirklich tolles und gelungenes Messer, mit dem QSP wirklich großen Erfolg hatte. Und dann haben die sich gedacht, naja, wenn das als Fixed so ein Erfolg war, machen wir es doch halt auch mal als Folder. Ich bin da immer so ein bisschen dran vorbeigeschlittert, weil ich dachte so, ach, du hast so viele Folder, eigentlich brauchst du nicht noch eins. Ja, aber da ich tatsächlich vom Fixed so begeistert war, habe ich mir gesagt, gut, hol's dir. Ich habe es dann jetzt auch vor einiger Zeit im Sale gesehen. Ich glaube, irgendwas so für 1,42 € und habe gesagt, gut, für den Preis nimmst du es einfach mal, testest es ein bisschen aus, schaust es dir an. Und ja, ich kann jetzt schon im Vorfeld sagen, absolut tolles Messer. Das ist wirklich ein klasse, klasse Teil. Kann man nicht anders sagen. Kommt in dieser, ja, kleinen, unscheinbaren Pappbox. Recht stabil das Ganze mit dem Logo ganz groß. Ja, hier sind schon mal ein paar Infos drauf. Wir haben hier eine Klinge aus 14C28N Stahl mit einem Stonewashed Finish und der Griff ist aus weißem G10. Das Ganze relativ schnörkellos ist hier nochmal in so einem kleinen Plastiktütchen verpackt gewesen. Der Penguin-Sticker und der Better Life, Better Knife-Sticker waren dabei. Und ein Kärtchen mit den Specs und nochmal ein paar Infos zu QSP-Knives. Ja, das packen wir mal beiseite. Das Fix lassen wir mal draußen. Das werden wir nämlich gleich nochmal als Größenvergleich und so ein bisschen generell als Vergleichsobjekt benutzen. Ja, und da ist es nun, das Canary Folder. Machen wir einmal einen kurzen Rundumblick hier. Und dann schauen wir uns mal die Klinge, den Griff an. Ein paar Specs dann noch, einen Größenvergleich und ein Fazit wird es dann geben. Ja. Dieses Modell gibt es auch noch in anderen Farben, auch mit G10 Beschalung. Dann habe ich gesagt, auch mit anderen Farben. Ich habe mich hier für das weiße G10 entschieden, fand ich irgendwie optisch am ansprechendsten. Und mal schauen, ich weiß gar nicht, ob es das auch mit dunkel beschichteten Klingen gibt. Eventuell, wenn QSP da nochmal was auf dem Markt hat, vielleicht hole ich mir da noch eins mit einer dunklen Klinge und baue mir da wieder eine Stormtrooper-Version draus. Müssen wir mal gucken. Ja, kommen wir zur Klinge. Wir haben hier eine Drop-Point-Klinge aus 14C28N Sandvik-Stahl mit einem wunderschönen Stonewashed-Finish. Wir haben hier einen vollen Flachschliff. Wir haben eine kleine Swatch, die hier im vorderen Bereich aufgesetzt ist. Wir haben hinter der Phase um die 0,43, 0,45 mm, irgend sowas in dem Bereich. Wir haben eine Klingenstärke von 3 mm. Und was ich ganz, ganz klasse finde, wir haben eine absolut cleane Klinge. Es ist weder auf der Showside irgendwas an Logos, Beschriftung etc. und auf der Rückseite genauso wenig. Keine unnötigen
Schriftzüge von irgendwas, die eh keiner braucht, die keiner liest, die keinen interessieren. Also das ist wirklich klasse gemacht. Das Logo hat QSP hier auf die Achsschraube gemacht, so wie es inzwischen viele Hersteller machen, ob das WeLife ist, ob das CVV ist, Kaiser teilweise. Wirklich, wirklich ordentlich gelöst und eine absolut cleane Klinge, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Wir haben kein Jimping auf dem Klingenrücken. Und wir haben einen doppelseitig angebrachten Daumenpin. Das ist auch die einzige Öffnungsmöglichkeit, die es gibt. Wir haben keinen Backflipper, keinen Frontflipper, wir haben keinen Klingendurchbruch, wir haben keinen Button- oder Crossbar-Lock, wir haben lediglich die Daumenpins. Das Ganze läuft auf Kugellagern und sehr, sehr, sehr ordentlich. Das ist jetzt keine Guillotine, kein Super-Flipper-Actioner. Es ist eine definierte und sehr ordentliche Action ohne Probleme. Könnt ihr auch über den Spidey-Flick öffnen. Funktioniert alles wunderbar. Die Daumenpins sind abmontierbar, was allerdings aus dem Messer kein 42A-konformes Messer machen würde. Da es als Einhandöffner konzipiert ist. Ja, so viel zur Klinge. Schauen wir uns den Griff an. Hier, wie gesagt, mit weißen G10-Griffschalen. Das Ganze unterlegt, also mit Nested-Linern, also mit eingebetteten Linern, wenn wir es so wollen. Die gesamte Hardware, sowohl die Liner als auch der Clip und die Verschraubung sind schwarz, finde ich gut, schöner Kontrast, ist gut gelungen. Das Ganze verriegelt über einen Liner-Lock, der steht im ersten Drittel und sehr sauber. Kein Klingspiel von oben nach unten, kein Klingspiel von rechts nach links. Qualitativ, also alles hier wieder auf sehr, sehr hohem Niveau, gerade wenn man sich hier den Preispunkt anschaut. Ja, wie auch beim Fixed-Modell haben wir hier die vier Durchbrüche in Liner und Griffschalen. Wir haben auch diese breiten Anfasungen, die wir hier beim Fixed auf dem Griff haben, die haben wir hier beim Folder auch, nur dass das Ganze eben deutlich größer ist. Wir können ja mal einen generellen Größenvergleich machen. Da sehen wir schon, von der Klinge her hat das hat der Folder ein bisschen mehr Klinge. Ich würde mal sagen, so 1,5 cm ungefähr. Aber beim Griff, da seht ihr, da hat der Folder schon deutlich mehr zu bieten als das Fixed. Der Liner-Lock ist gut erreichbar, lässt sich wunderbar entriegeln, also lässt sich wirklich sehr gut bedienen. Das Ganze ist nicht sticky, funktioniert alles ganz hervorragend. Ja, das Ganze wird hier nur zusammengehalten durch die Achsschraube, durch ein Standoff in dem Bereich hier und nochmal durch ein Standoff an den Clipschrauben bzw. im Bereich des Clips. Ja, und wo wir gerade beim Clip sind, gefällt mir auch hier sehr gut, wie QSP das gelöst hat. Das Ganze ist nämlich umsetzbar. Wir haben hier einen Deep Carry Pocket Clip, der in die Griffschalen eingelassen ist. Und wir haben Schrauben, die, naja, nicht ganz versenkt sind, die aber schön abgerundet und relativ tief im Clip sitzen, sodass das Ganze für den Hosensaum doch sehr, sehr freundlich ist. Hat eine gute Spannung, der Clip. Stramm, aber nicht zu stramm. Gefällt mir gut. Wie gesagt, sehr, sehr Deep Carry. Und er ist umsetzbar. Und da wir hier einen Daumenpin links und rechts haben, für Linkshänder auf jeden Fall auch ein Messer, was sicherlich von der Bedienbarkeit her sehr, sehr tauglich sein dürfte. Und was ich auch klasse finde, gerade in dem Preissegment, dass QSP hier noch ein Abdeckplättchen spendiert, was hier im G10 drinne sitzt, so dass man hier eben nicht diese Aussparung hat, sondern hier einfach nochmal ein Deckplättchen drauf ist. Sehr, sehr schön. Wir haben hier noch die Möglichkeit, einen Fangriemen anzubringen. Das könnte vielleicht für Leute mit sehr, sehr, sehr großen Händen vielleicht ganz, ganz reizvoll sein, da einfach noch eine Griffverlängerung zu haben. Ich mit Handschuhgröße 10,5, für mich ist das ein 3,5 Fingermesser. Wenn ich im Fechtgriff bin, wenn ich sag mal so, in diesen Hammergrip komme, dann passen gerade so alle vier Finger drauf. Aber ich sag mal, in einer normalen Handhaltung ist es ein 3,5 Fingermesser für mich. Trotzdem eine gute Handlage, dadurch, dass wir hier einen nicht allzu schmalen Griff haben und einen recht hohen Griff, passt das Ganze in meiner Hand zumindest halbwegs vernünftig. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier die super perfekte Handlage ist, ja, aber ich sage mal, ist in Ordnung.
Ja, da hört ihr im Hintergrund meine Uhr, der gute alte Casio-Alarm. Das lasse ich mal einfach jetzt mitlaufen. Ja, wir kommen mal zu den technischen Daten von diesem Messer. Schauen wir uns mal die Gesamtlänge an. Das Messer ist geöffnet. Na, komm mal her hier. So, ist geöffnet, 16,5 cm lang. Wir haben eine Klingenlänge von 7,1 cm, Scharf davon, ja, ungefähr 6,9. 6, ja, 6,9 cm ungefähr scharf. Wir haben hier ungefähr 0,9 cm an der Griffdicke. Und wir gucken uns mal noch schnell das Gewicht an. Dadurch, dass wir hier durch die Aussparung sowohl in den Leinern als auch in den Griffschalen ein bisschen Material gespart haben, kommen wir hier auf ein Gewicht von nur 75 Gramm. Für ein Messer der Größe ist das völlig in Ordnung. Gibt natürlich Messer, die bei den Abmaßen noch deutlich weniger wiegen, aber wir haben halt hier Leiner, auch wenn sie eingebettet sind und nicht allzu kräftig sind, haben wir hier trotzdem eine Leinerkonstruktion, die natürlich ein bisschen Gewicht mit sich bringt. Wir haben hier recht stabiles G10. Und halt auch eine recht hohe Klinge und mit 3 mm auch eine nicht allzu dünne Klinge. Von daher ist natürlich ein bisschen Gewicht da, aber ich denke als EDC immer noch absolut tauglich mit unter 80 Gramm. Das passt durchaus. Ja, Klingenlauf habe ich schon gesagt, der ist sehr, sehr, sehr weich, sehr definiert. Das Ganze lässt sich gut bedienen, sowohl die Öffnung mit dem Daumen. Als auch die Öffnung über den Spidey-Flick. Das lässt sich alles wunderbar machen. Ja, ein wirklich, wirklich gelungenes Modell, muss ich sagen, und eine tolle Ergänzung zum Canary Fixed. Ja, machen wir noch schnell einen Größenvergleich. Hier mal zu einem 91 mm Victorinox-Modell. Und da seht ihr, sind wir sehr, sehr ähnlich. Das Canary ein bisschen mehr Schneide, weil wir nicht so ein langes Ricasso haben. Ansonsten von der Klinge an sich und vom Griff schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Das Canary baut natürlich deutlich höher auf, aber was die grundsätzlichen Längenmaße betrifft, sind wir hier schon sehr ähnlich zu einem 91 mm Victorinox-Modell. Schauen wir uns das Ganze mal noch im Vergleich zum Real Steel Luna an. Auch da seht ihr, sind wir sehr ähnlich, was Klinge und Griff angeht. Und zum Schluss mal noch zu einem Benchmade Mini Bugout. Auch da sind wir fast identisch, was Klinge und Griff angeht. Ja, ich hoffe, da konntet ihr noch mal so ein kleines Gefühl für die tatsächliche Größe dieses Messers bekommen. Ja, Fazit. Ein wirklich gelungenes Messer, was wunderbar in die Reihe der, ich sage mal, Budget Folder von QSP passt. Wir haben hier vernünftige Materialien mit dem 14C28N, wirklich tollen rostträgen Stahl, den ich persönlich sehr mag. Wir haben hier eine sehr gute Verarbeitung, eine sehr schöne Action. Viele Kleinigkeiten an diesem Messer, die ja das Ganze nochmal gerade für den Preispunkt wirklich absolut zum Top-Messer machen. Ob es die Umsetzbarkeit des Clips ist, ob es das Einsatzplättchen für die Aussparung im G10 ist, ob es die total cleane Klinge ist. Also hier ist wirklich ganz viel richtig gemacht worden von QSP. Eine absolute Empfehlung von mir, dieses Modell. Ja, und dann sind wir auch durch. Ich bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, bleibt mir dann nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.